Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Postillon 24 Nachrichten. Für Flüge in die USA gelten ab heute neue Sicherheitsbestimmungen. Jeder Passagier darf jetzt bis zu 3 Handfeuerwaffen mit sich tragen, um sich im Notfall gegen Terroristen wehren zu können. Reisenden ohne eigene Waffe werden beim Check-in künftig Pistolen zum Verleih angeboten. Wer möchte, bekommt sogar eine kurze Einweisung. Wir schalten jetzt zu unserem Reporter Marco Kochbeck, der sich an Bord einer Lufthansa-Maschine befindet. Marco, wie genau ist denn das Konzept des neuen Gesetzes? Das Konzept ist denkbar einfach, Thies. Sobald ein Terrorist in einem Flugzeug versucht, eine typische Terrorhandlung auszuüben, können die bewaffneten Passagiere von allen Seiten das Feuer auf den oder die Verdächtigen eröffnen. Genau das wird gerade neben mir eingeübt und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Terrorist! Doch, da überlegt man sich zweimal, ob man da Terrorist sein möchte. Wir kommen zu den Kurzmeldungen mit Anne. Hackerangriff auf Günther Oettingers Schreibmaschine. Der neue EU-Digitalkommissar vermutet, die Hacker hätten über die Verbindung ins Stromnetz auf das elektrische Gerät zugegriffen. Alle sensiblen Daten seien aber extern gesichert und mit Leitz-Technologie verschlüsselt. Zum Schutz vor weiteren Angriffen auf seine Schreibmaschine will Oettinger vorerst nur noch mit Kuli schreiben. Vielen Dank, Anne. Abschließend noch eine Sensationsmeldung aus Bulgarien. Dort hat gestern ein Gedächtniskünstler als erster Mensch überhaupt seine vollständige IBAN rezitiert. Jetzt, dwie, osem, edno, devet. Dem Mathematiker Igor Petrov, der dieses Wunder vollbracht hat, winkt nun ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar. So. Sobald sich Petrov auch an seine BIC-Num erinnert, kann ihm das Preisgeld überwiesen werden. Liebe Zuschauer, das waren die Postillon 24 Nachrichten. Tschüss.